Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet, das bin ich und willkommen zum heutigen Freitagsvideo und heute ist Black Friday Haul. Eine Woche ist es jetzt her, da hatten wir Black Friday und ich habe euch ja in der vergangenen Woche ein paar Videos zu den ganzen Angeboten, Rabatten gemacht und so weiter und auch wir haben natürlich wieder in diesem Jahr ein kleines bisschen was geshoppt. Es ist gar nicht so viel geworden, wobei man definiere jetzt viel, ne? Das ist halt immer so relativ, aber ich finde, wir haben tatsächlich wieder ganz gute Schnapper gemacht und uns auch nicht von irgendwelchen Lock-Angeboten in irgendwelche Kauf- und Konsumfallen locken lassen, ja? Also, wir sind auf jeden Fall sehr standhaft geblieben und ich habe auch tatsächlich keine Fashion gekauft, Leute. Nur ein bisschen Beauty, aber ich würde sagen, wir fangen irgendwo vorne bei Lifestyle und Technik doch mal an. Schon im zweiten Jahr in Folge haben wir am Black Friday etwas sehr, sehr Wichtiges für uns tatsächlich gekauft. Und zwar das Adobe Creative Cloud Jahresabo. Wir arbeiten ja hier auf einem recht professionellen Level, würde ich behaupten. Dafür braucht man natürlich ja auch entsprechende Software bzw. entsprechende Programme. Und das ist einfach für uns persönlich halt Adobe ist da die Wahl, die wir einfach nur treffen können. Ich habe mal angefangen, meine Videos zu schneiden mit Final Cut Pro damals noch, aber irgendwie habe ich dann relativ schnell gemerkt und Daniel hat natürlich mich auch ein bisschen überzeugt, weil er schon jeher ein Verfechter von der Adobe Creative Cloud war und auch in seinem Studium schon in den Genuss kam, dass er gesagt hat, ha, in Premiere, da kannst du schon noch ein bisschen mehr machen und ist schon ein bisschen besser und alles in einem und so weiter. Und ja, natürlich ist es da auch kein Geheimnis mehr. Wir arbeiten halt hier für die Videos mit Premiere. Ich arbeite mit Photoshop, mit Lightroom, für meine Instagram-Filter und wir benutzen natürlich auch Illustrator, InDesign und so weiter. Also so das komplette Paket einfach und gerade halt am Black Friday ist tatsächlich immer ein sehr, sehr gutes Angebot. Adobe war dieses Jahr ein bisschen frech. Sie haben nämlich zuerst, so kurz vor Ablaufen, 20% Gutschein quasi gehabt für Bestandskunden. Das war noch ein Preis, der war wirklich ganz in Ordnung. Da lag sie dann bei irgendwie 450 Euro oder so. Und dann am Black Friday selber haben sie die 20% von einem höheren Originalverkaufspreis genommen. Das heißt, der Deal war halt gar nicht mehr so gut. Wir haben sie aber gefunden bei Amazon tatsächlich für 459,99 und wir nutzen die halt dann mit einer Lizenz, das heißt immer abwechselnd, aber das funktioniert bei uns tatsächlich ganz gut, weil meistens, wenn ich drehe, schneidet Daniel und umgekehrt und so, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall kommen wir damit sehr gut zurecht bisher und das ist wirklich ein richtig gutes Angebot gewesen, weil jetzt kostet die wieder weit über 600 Euro. Bei uns geht natürlich noch die Steuer runter, weil wir als Firma einkaufen, aber ja, das ist auf jeden Fall für uns immer der allerwichtigste Black Friday Schnapper. Dann mache ich nochmal weiter. Es gibt noch zwei Dinge, die sind bisher nicht angekommen, beziehungsweise ich glaube sogar drei Dinge, die noch nicht angekommen sind, aber das ist nicht so wesentlich. Ich habe nämlich dann am Sonntag oder am Cyber Monday, ich weiß es gar nicht mehr genau, habe ich noch ein Angebot für Festplatten gesehen von Seagate. Das sind die, die wir benutzen. Die waren auch unfassbar günstig. Ich habe uns, also wir haben jetzt nochmal 2x6 Terabyte bestellt, weil, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, hier läuft eine Menge an Daten so auf, ja. Also wir löschen zwar natürlich auch vieles, auch gerade so die Originaldateien, die werden nicht gehalten, aber trotzdem sammelt sich einfach unfassbare Mengen an Daten an. Und da haben wir auf jeden Fall jetzt wieder gut, sagen wir mal, Speicherplatz für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre wahrscheinlich. Und die waren 45% oder 47% günstiger. Das war halt wirklich nochmal so ein Schnapper. Das hat Daniel gesehen und sagte dann so, okay, boah, das ist ein Preis, ne? Da hat, glaube ich, die Festplatte dann jetzt, lasst mich mal reingucken. Also ich kann es jetzt gerade hier gar nicht mehr so genau sehen. Jetzt aktuell kosten sie wieder 92 Euro. Doch, ich glaube, das ist immer noch der reduzierte Preis, weil UVP ist 169,99. Ich meine auch, aber ich habe, glaube ich, für 2,6 Terabyte fast 100 Euro bezahlt. Also das war wirklich richtig, richtig günstig. War auf jeden Fall ein absoluter Schnapper. Dann machen wir noch weiter mit einem kleinen privaten Einkauf, den ich getätigt habe. Das ist jetzt gar nicht so ein richtiger Black Friday Schnapper gewesen. Aber ich wollte es euch trotzdem ganz gerne einfach in diesem Video zeigen, weil es halt so ein random Haul einfach ist. Und zwar ist das dieser Tischspiegel hier, dieser schöne, den habe ich auch bei Amazon entdeckt. Ich hatte ja hier die Schminkecke ein bisschen umgestaltet und neu gemacht und habe da ja auch einen großen Spiegel mittlerweile an die Wand gehangen. Und da war mir mein eigentlicher Tischspiegel von Ikea, den ich noch hatte, einfach viel zu klobig. Und dann habe ich den hier gesehen und dachte mir, okay, das ist irgendwie ganz süß. Der ist jetzt von Amazon Basics und der hat auf der einen Seite eine normale Seite und auf der anderen Seite einen fünffachen Vergrößerungsspiegel, was halt mega praktisch fürs Augenbrauenzupfen ist, ja, und für
die feinen Arbeiten, so Eyeliner und sowas. Und ich muss sagen, ich finde den echt hübsch. Den muss man dann selber zusammenbauen, aber ist ja jetzt auch kein Problem, ne? Ich finde, der sieht hübsch aus, so. Da ist ein bisschen Ablage, ne? Diese Etagieren und so. Also ich finde den echt schnuffi. Finde das vom Preis-Leistungs-Verhältnis her vollkommen angemessen. Ich verlinke euch super gerne alles, was ich kann oder was halt noch verfügbar ist in der Videobeschreibung. Also der auf jeden Fall. Das war jetzt kein Black-Friday-Angebot, aber ganz generell halt ein guter Schnapper. Ich glaube, 16 Euro oder irgendwas hat der gekostet. So roundabout. Also findet ihr das auf jeden Fall alles in der Videobeschreibung. Für den nächsten Einkauf oder die nächsten Einkäufe müssen wir nach unten gehen in unser Büro. Also ihr wisst ja, ne, unser Büro-Wohnzimmer. Und dafür schalte ich euch mal um auf Vlog-Style. Das ist einfacher, okay? Ich nehme euch jetzt mal kurz auf der GoPro mit und dann schauen wir doch mal, was wir da unten so Schönes stehen haben an neuer Technik. So, wir verlassen mal das normale Studio und gehen mal runter ins Büro quasi. Und wir stören doch direkt einfach mal Daniel bei der Arbeit. Schatzi, dürfen wir dich mal kurz stören? Ja. Ich muss die Technik zeigen, die wir gekauft haben. Schnell alles verstecken, was niemand sehen darf. Okay, Leute, und zwar seht ihr hier schon ein bisschen was und die fleißigen Vlog-Zuschauer können das vielleicht schon auch erahnen. Und ihr dürft auch mal gerne raten, was wir mit diesen tollen Geräten eigentlich so vorhaben. Und zwar haben wir uns gegönnt einen Plotter, die Silhouette Cameo 4. Das ist auf deinem Mist gewachsen, kann man tatsächlich so sagen. Schuldig. Schuldig im Sinne der Anklage. Und ja, damit kann man ganz, ganz tolle Sachen machen. Möchtest du es einmal vernünftig erklären? Nein, okay, ich muss versuchen, mich durchzuerklären. Also zum einen kann man damit eigentlich ganz generell halt Designs, die man am Rechner erstellt hat, auf Folien übertragen. Also zum Beispiel halt auf Klebefolien oder auf Heat-Transfer-Folien. Auch genannt unter Flexfolien. Wie? Flexfolien? Ja. Flexfolien. Also man kann damit auf jeden Fall ziemlich viele coole Sachen machen. Auch zum Beispiel so Karten und Gedönse, auf Sticker, Karton, Papier. Kann man alles damit sozusagen ausschneiden oder stanzen, genau, richtig. So, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Ding, sagen wir mal. Da werden wir uns jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen einarbeiten. Und wir haben auch noch zusätzlich gekauft eine T-Shirt-Presse. Die ist allerdings noch unterwegs. Wir wissen noch nicht genau, wann die ankommt, deswegen. Ich dachte, so wichtig ist das für diesen Haul nicht. Und jetzt könnt ihr natürlich mal gerne wild raten in den Kommentaren, was Daniel und ich wohl für 2021 für einen Plan zurechtgelegt haben. Und dann haben wir noch ein weiteres Teil geholt, was schon urewig auf unserer Wunschliste stand. Daniel wollte es schon im Studium haben und er hält es gerade auch schon hoch für euch. Und zwar ist das das Wacom Intuos Pro in M, haben wir uns gegönnt. Das ist halt ein Grafik-Tablet. Reicht auch völlig aus. Ja, reicht auch völlig aus. Wir waren zuerst am Überlegen, ob man das L holt, aber wir haben dann mal ein bisschen recherchiert und gelesen und haben uns für das M entschieden. Und wir haben bezahlt 250 Euro, glaube ich, ne? Ja gut, aber über die Gesellschaft, ne? Ja, natürlich. Aber das ist ja egal. Doch, das ist ein Unterschied von der Mehrwertsteuer. Ja, das ist ein Unterschied von der Mehrwertsteuer. Aber natürlich auch halt, war es ein sehr gutes Black-Friday-Angebot tatsächlich. Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall ein richtig guter Schnapper. Daniel hat schon ein bisschen damit rumgespielt. Ich muss noch in den Genuss kommen. Ich habe es nur einmal kurz in der Hand gehabt, my guess. Also den Stift halt natürlich. Ja, es ist schon cool, ne? Also das ist halt was ganz anderes. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen dran gewöhnen. Es ist halt ein richtiges Arbeitsgerät, ja, um Bildbearbeitung zu machen, Grafiken, um auch vielleicht ein bisschen in Richtung Zeichnen, Retusche. Kalligrafie, Retusche noch mehr halt zu machen. Und nee, ist einfacher bei der Retusche. Einfacher, definitiv. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall auf den Urlaub, sage ich mal, unseren Urlaub, um dann solche Dinge halt uns anzugewöhnen und damit rumzuspielen. Dann habe ich mir noch eine weitere Kleinigkeit geholt. Da muss ich euch jetzt kurz hier mein MacBook zeigen. Und zwar ist das hier so ein eine Docking Station. Genau. Vielen Dank. Gerne. War jetzt gerade das Wort schon am Suchen, aber du hast es für mich gefunden. So, jetzt könnt ihr das Ganze wahrscheinlich ein kleines bisschen besser sehen. Das ist halt leider so ein Teil, was man mittlerweile für das neue MacBook halt braucht, weil da sind ja alle Anschlüsse wegreduziert worden von Apple. Finde ich jetzt eher semi-geil. Deswegen braucht man halt solche Dinger. Und ich hatte vorher halt immer so ein mini kleines Ding. Moment, das war das hier. Das hatte ich mir damals mal geholt, als ich das MacBook halt gerade hatte. Und da waren halt nur diese paar Anschlüsse mit dabei. Und jetzt bei dieser Docking Station ist halt nochmal ein bisschen mehr, wie zum Beispiel halt auch ein richtiger LAN-Anschluss, ein VGA-Anschluss und auch direkt halt ein Slot für die Mini-SD-Karten, die zum Beispiel hier in dieser GoPro drin sind, wo ihr jetzt gerade quasi
durchguckt sozusagen. Und das legt man dann einfach so da drauf und stöpselt das dann halt ein. Und dann hat man alles an Anschlüssen, was man halt so braucht für das MacBook. Hätte ich das vorher gewusst, ich glaube nicht, dass ich mich nochmal für ein MacBook Pro entschieden hätte. Zurück im Studio und bevor ich ein paar eurer Black Friday Schnapper zeigen werde, weil ihr habt mir ja welche geschickt per Instagram vor allem und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, möchte ich euch noch meine persönliche Flaconi-Bestellung zeigen. Hatte ich euch schon auf Instagram auch verraten. Es gab dann am am Black Friday Abend selber bekam ich dann die Benachrichtigung, dass Flaconi 30% hat und das war dann für mich der Moment, wo ich nicht widerstehen konnte, ein paar Dinge nachzukaufen, aufzustocken, einfach Sachen, die ich sowieso schon ewig benutze, wo ich weiß, dass sie demnächst leer sind und ich sie einfach brauche. Da zeige ich euch als allererstes mal meine liebsten Make-up-Schwämme. So sieht mein aktueller gerade aus, also der kann jetzt demnächst, den habe ich natürlich gerade eben benutzt, aber der kann jetzt demnächst auf jeden Fall ausgetauscht werden. Das sind von Real Techniques die Miracle Complexion Sponges heißen die. Die sind für Liquid Foundation, ich benutze die halt meistens für Concealer und für Foundation. Und ich finde die halt mega gut. Ich benutze die seit vielen Jahren und kaufe die mir immer wieder nach. Die waren halt im Zweierpack natürlich sehr, sehr gut im Angebot und halt dann nochmal 30%. Ich meine, hallo, ne? Dann hatte eine von euch unter mein Aufgebraucht-Video geschrieben, dass sie wohl gehört hätte, dass EOS aus dem deutschen Markt weggehen will. Und ich war so, nein, bitte nicht. Und ich habe aber auch bei Flaconi noch EOS gefunden. Das hier sind, glaube ich, neue. Ich kannte die hier, diese Reihe auf jeden Fall noch nicht. Das hier ist jetzt Honey, habe ich geholt. 100% Natural Sheer Lip Balm. Die sind auf jeden Fall organic, steht halt drauf. Und ja, da war ich auf jeden Fall glücklich, dass ich da nochmal einen schnappen konnte und werde da höchstwahrscheinlich demnächst dann, wenn nochmal Rabattcodes irgendwie sind, nochmal ein paar aufstocken, wenn die jetzt wirklich rausgehen sollten. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Dann habe ich mir nachgekauft mein Urban Decay Long Lasting Makeup Setting Spray, das All-Nighter. Ich liebe das einfach, das ist so ein krass gutes Setting Spray. Meins ist jetzt fast leer, das werdet ihr im nächsten Aufgebraucht im neuen Jahr hundertprozentig sehen. Und deswegen habe ich da auf jeden Fall zugeschlagen. Das kostet halt regulär, glaube ich, weiß es gar nicht, 30 Euro, 35, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe jetzt nur knapp 16, 17 dafür bezahlt. Also war auf jeden Fall ein richtig gutes Angebot, konnte ich nicht widerstehen. Ich habe mir eine Sache gegönnt, die war tatsächlich auf meiner Wunschliste und da habe ich mir einen kleinen Wunsch selber erfüllt und zwar ein neues Parfum von Narciso Rodriguez. Ich hoffe, ich habe das richtig irgendwie ausgesprochen. Das Eau de Parfum Ombre heißt das. Ombre. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist da drin Frangipani, Ilang Ilang, Amber, Zedernholz und das ist halt so ein richtig... Moschus ist, glaube ich, auch drin ein wenig. Es ist halt ein sehr pudriger Duft, so ganz was Leichtes. Das ist dann der Flakon und ich hatte ein Pröbchen davon gehabt. Ich habe jetzt 30 Milliliter erstmal bestellt. Ich brauche so Riesenflaschen nicht, weil die brauche ich dann wahnsinnig lange auf und Parfums sollten ja auch schon in einem gewissen Zeitrahmen aufgebraucht werden, weil sie ja sonst auch einfach an Intensität verlieren. Und oh, ich muss direkt einmal, ich habe heute noch kein Parfum aufgetragen. Boah, ich finde, das ist einfach so ein, das ist so ein eleganter Duft. Das ist so ein eleganter, zeitloser, pudrig leichter Duft und ich fand den so, so gut. Es passiert selten, dass mich ein Pröbchen derart flasht, dass ich hingehe und mir es unbedingt kaufen muss. Aber noch ein anderes war das Jean-Paul Gaultier Scandal. Das finde ich auch mega geil. Ich glaube, wenn die nächsten Rabattaktionen kommen, im Januar vielleicht oder so. Vielleicht muss dann noch ein weiteres Parfum einziehen, aber das hier musste jetzt unbedingt sein. Ich wollte auch endlich eins von Narciso Rodriguez haben. Ich hatte bisher noch gar keins von denen, aber ich habe schon immer auch diese allerersten Düfte, ich glaube For Her und For Him hießen die einfach. Ich fand die schon immer so gut und ach, das ist einfach
Träumchen. Und jetzt kommen wir natürlich noch zu euren Black Friday Schnappern. Ich habe ein paar rausgepickt und ich wollte mich erstmal nochmal wahnsinnig herzlich bei euch bedanken. Es haben mir so viele von euch geschrieben, dass sie bei Beautymates und auch bei Yepoda mit meinen Codes geshoppt haben, weil die Rabatte echt so gut waren und das freut mich einfach sehr. Ich habe ja davon nichts, wenn ihr spart. Das sind natürlich Kooperationen, für die werde ich bezahlt, aber ich freue mich halt auch einfach, wenn ich euch ein bisschen was Gutes tun kann, indem dass ihr einfach jede Menge Geld sparen könnt. Das freut mich auch und es freut mich natürlich besonders, dann auch zu hören, dass wenn ihr die Produkte nachkauft, dass ihr damit sehr, sehr glücklich und zufrieden seid. Und das schreiben immer mehr von euch und ja, das ist einfach toll, ja. Und dann hatte mir die tut mir leid, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, 08 hatte mir geschickt, sie hat sich The Bubble Double und auch den Reinigungsbalm von Yepoda geholt und das war jetzt auch schon angekommen. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Liebe Grüße an dich persönlich nochmal. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Und ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, guter Kauf, ne? Dann hatte mir die liebe Nana Meisterchen auch noch einen Schnapper zugeschickt, einen Lederrock, den sie bei C&A gekauft hatte für -50%. Also das war auch auf jeden Fall ein richtig guter Deal. Ein richtig nices Teil. Den kann ich mir sehr gut vorstellen mit einem geilen Strickpulli und ein paar geilen Boots dazu oder auch mit Sneakern und einer schönen Strumpfhose. Das hast du auf jeden Fall sehr gut ausgesucht. Ich denke, da wirst du bestimmt lange Spaß dran haben. Ganz liebe Grüße an dich persönlich und viel Freude mit deinem Black Friday Schnapper. Dann hatte mir die liebe Annie 2788 noch eine Ausbeute geschickt. Sie hat bei Sephora geshoppt. Die hatten ja auch wirklich gute Rabatte und ich musste mich schwer zurücknehmen, nicht irgendwelchen Make-up-Kram zu kaufen. weil ihr wisst ja, was ich habe. Ihr habt ja letztes Jahr erst meine Schminksammlung noch gesehen und es ist einfach, ich kann es einfach nicht aufbrauchen. Ich muss es auch erstmal aufbrauchen, bevor ich wieder neue Sachen kaufe. Aber sie hat Sachen gekauft, wo ich mir dachte so, das hätte ich auch irgendwie gerne. Und zwar von Tarte hat sie sich die Tartist Pro To Go Palette geholt. Ich wollte schon immer mal eine Palette von Tarte ausprobieren. Ich mag ja sehr viele Produkte von der Marke total gerne. Unter anderem der Shape Tape, mein absoluter Lieblingsconcealer. Ich hatte eine Foundation, die fand ich mega. Ich habe ein Setting Spray, ich habe Mascara, ich habe Eyeliner von denen. Das ist einer meiner Liebsten. Also super, super geile Marke und ich bin so glücklich, dass es die mittlerweile bei Sephora Deutschland gibt. Und sie hatte noch von Becker das Spark the Light Set geholt. Und wenn ich das richtig erkennen kann, ist da, glaube ich, ein Primer dabei und halt auch so ein Lippenstift und so ein Glow-Gedönse, was man sich halt unter die Foundation tut oder auch mit reinmischen kann. Hat sie auf jeden Fall wirklich super, super geschnappt. Und das duftet auch nach Kokos und Vanille, hat sie mir geschrieben. Das wäre auch auf jeden Fall voll mein Beuteschema gewesen. Ja, vielen lieben Dank für deinen Black Friday Schnapper, dass du mir den zugeschickt hast und liebe Grüße an dich persönlich. Schaut mal auf ihrem Instagram vorbei, sie macht richtig tolle Make-up-Looks. Girl, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und dann geht das letzte Shoutout an die It's Me Mary Hope. Lieben Dank auch an dich persönlich und liebe Grüße und danke auch für deine Unterstützung auf Instagram und YouTube hier. Und sie hat richtig zugeschlagen. Also Girl, was ich nicht an Fashion gekauft habe, das hast du dir gekauft. Aber gönn dir, ja? Ich gönne es auch dir von ganzem Herzen. Sie hat sich eine Tasche von Guess geholt. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ist halt was Zeitloses. Kann ich mir sehr gut vorstellen, auch so fürs Reisen. Oder wenn man unterwegs zur Arbeit ist, den Kaffee dabei und das Mittagessen dabei. Und ich glaube, da passt viel rein. Ist ein super, super Schnapper. Und dann hat sie sich noch Sneaker von Nike geholt, die Nike Air Max 2X. Die finde ich auch richtig schön. Ich habe sehr lange keine Sneaker mehr geshoppt, ist mir dann aufgefallen. Gut, wobei ich hatte erst neue von Fashion Nova und ja, aber ja, so Nikes, halt so klassische Nikes. Habe ich tatsächlich lange nicht mehr irgendwie die Versuchung gehabt. Keine Ahnung warum. Und dann hat sie noch diverse Pullis geholt und mega süße Pyjama-Sets bei H&M. Da gab es halt auch überall 20%. Und was ich auch so gefühlt habe, ist ein Nackenstützkissen. Hello, ich besitze sowas auch. Ich glaube, das sind so Dinge, die weiß man irgendwann erst im Alter zu schätzen. Aber wir haben sowas mittlerweile auch. Und das hier sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Sogar höhenverstellbar, ergonomisch, mit so einem Memory-Schaum und alles. Ist auch für Seitenschläfer geeignet. Also, ich meine ganz ehrlich, ne? Ich glaube, du wirst in der nächsten Zeit echt gut schlafen können. So Leute, das war auf jeden Fall mein Black Friday Haul. Ich bin sehr zufrieden mit allem, muss ich gestehen. Auch zufrieden, dass ich nicht komplett eskaliert bin.
weil ja, das tut halt sonst der Geldbörse immer so weh. Auf jeden Fall kommt der heutige Kommentar des Tages von Angela Jocham. Sie hatte geschrieben, schöne Grüße aus dem Allgäu. Hier hat es seit gestern etwas Schnee. Ohne diese nützlichen Dinge geht gar nichts an diesem Ort. Ich liebe Mützen und Schals sehr. Das war auf mein Winteraccessoire-Video. Ach, wie gerne würde ich endlich mal wieder in den Winterurlaub fahren und ganz, ganz viel Schnee sehen wollen und Skifahren. Aber vielleicht wird das ja dann im nächsten Jahr was. Das war's dann jetzt von mir. Ich wünsche euch einen wundervollen Start ins Wochenende und wir sehen uns unbedingt am Sonntag. Da habe ich ein ganz tolles Video für euch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye!